Hallo und herzlich willkommen zurück, liebe Freunde des gepflegten Strategiespiels. Wir machen weiter mit unserem Let's Play mit den Schotten, Medieval 2 und der kurzen Kampagne. Und jetzt werde ich euch, wie versprochen, die letzte Seite des kleinen Essays von, oder zumindest copyrightmäßig von Frank Westenfelder vorlesen. Die Oranier und Moritz von Nassau revolutionierten die Kriegsführung. Belagerungen wurden zu einer Wissenschaft und die Soldaten wurden erstmals einem geregelten Drill unterworfen. Der Krieg in den Niederlanden wurde zur Hohen Schule der Berufssoldaten. Viele der Schotten, die man später auf den Schlachtfeldern Westeuropas antreffen sollte, hatten ihr Handwerk dort gelernt. Vorher waren die Schotten sichere, tapfere Krieger gewesen. Doch jetzt wurden sie Profis, die auf der absoluten Höhe ihrer Zeit waren. Doch diese moderne Art der Kriegsführung kostete enorme Verluste. Dabei waren es viel weniger die seltenen Schlachten als die endlosen Belagerungen, der Hunger, die Kälte und die Lagerkrankheiten. Ständig musste neuer Nachschub in Schottland rekrutiert werden, der in den Lagern und Laufgräben Flanderns verschwand. 1624 kamen 11.000 Mann Nachschub aus England. Mangels Unterkünften ließ man sie lange in den engen Transportschiffen. Der größte Teil von ihnen starb elend an Kälte und Hunger. Unter den zusammengepferchten Soldaten wüteten schließlich Seuchen. Schließlich gab es so viele Tote, dass niemand wusste, was man mit ihnen anfangen sollte. So stapelte man die Leichen zu Tausenden am Strand von Seeland, wo sie von Hunden und Schweinen angefressen wurden. Wahrscheinlich hatte fast jede schottische Familie Angehörige, die irgendwo in Flandern verscharrt worden waren, wie ein altes Volkslied zu entnehmen ist. Oh, woe unto these cruel wars that ever they began, for they have reft many native isle of many pretty men. First they took my brothers twain, then wild my love frae me. Oh woe unto these cruel wars in low Germanie. Gefördert wurde der geregelte Nachschub dadurch, dass Elisabeth I. von England nicht nur die Niederlande offiziell unterstützte, sondern im Gegensatz zu ihrem Vater an guten Beziehungen zu Schottland interessiert war. Am Ende ihrer Regierungszeit erklärte sie sogar den Sohn ihrer einstigen Rivalin Maria Stuart, der inzwischen als Jakob der VI. Von Schottland regierte, zu ihrem Nachfolger. Durch diesen Geniestreich wurde bereits das spätere Großbritannien vorgezeichnet. Für die Versorgung mit Söldnern bedeutet dies, dass sich England nun um einen guten Teil der logistischen Probleme kümmerte und manchmal auch mit Geld aushalf. Schottland war also fast dort angekommen, wozu es durch seine geografische Lage bestimmt war, dass seine Söhne für die englischen Interessen ins Feld zogen. Aber der Freiheitskampf der Niederlande war nur ein Vorspiel für den ganz großen Menschenfresser, den Dreißigjährigen Krieg. Heute würde man sagen, dass die Schotten als Lieferanten für diesen Konflikt sehr gut aufgestellt waren. Sie hatten bewährte Gesellschaftsbeziehungen zu Dänemark und den Niederlanden und seit 1611 schickten sie auch sehr zum Ärger Dänemarks Regimenter nach Schweden, wo sie zuerst von Gustav Adolf im Krieg gegen Polen verwendet wurden. Die Schotten hatten zu dieser Zeit einen guten Stamm an erfahrenen Offizieren und Mannschaften. Dennoch schätzten die Kunden offensichtlich vor allem ihre Härte und Anspruchslosigkeit, wie es ein 1631 in Stettin erschienenes Flugblatt zum Ausdruck bringt. Es ist ein starkes, also über die Schotten, es ist ein starkes, dauerhaftiges Volk. Behilft sich mit geringer Speis, hat es nicht Brot, so essen sie Wurzeln. Wenn es auch die Notduft erfordert, können sie des Tags über 20 deutsche Meilen laufen. Ja, hier endet der kurze Essay. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich finde sowas immer ganz interessant. Und das gibt einen leichten Hintergrund. Okay, jetzt machen wir mal weiter und hoffen einfach, dass die Franzosen und die Spanier da verschwinden. Wir haben etwas für euch, Monseigneur. Ja, klar. Magnifique. Noch etwas? Fahrt fort, mon ami. Wenn ihr wollt, dass au revoir, Seigneur. Haben sie natürlich nicht gemacht. Hier müssen wir jetzt erstmal unsere Truppen verstärken. Und so nach und nach kommen wir dann schon richtig in den Tritt. Es ist mir eine Ehre, euch zu dienen, Herr. Okay, Khan. Highland-Bogenschützen. Okay, wunderbar.
würde hier gerne nochmal einen Spion ausbilden. Das tue ich natürlich auch gleich. Wie kann ich helfen, mein Herr? Denkt ihr etwa, wir werden froh? Nein. Dies hat mehr Tja, dann kann ich euch auch nicht helfen. Portugal. Ja! Macht die Enterhaken bereit, wir greifen an! Bau mal einen Schiffbauer. Wir werden niemals aufgeben! Eure Befehle? Ja! Mein König! Ja! Eure Befehle? Mein König! Eure Befehle? Ja! Lassen wir noch so eine Einheit hier drin. Und mit dem Rest marschieren wir mal raus. Oh, hier ist eine Rebellenarmee. Haha, das ist die ehemalige. Ja, okay, dann machen wir das mal automatisch, weil ich habe keinen Bock in Wäldern zu kämpfen, das wisst ihr ja. Da haben wir jetzt natürlich ein Problem. Auf der einen Seite Euer Wille geschehe. Haben wir jetzt ja. Natürlich Lasse die Truppen ausruhen. Noch mehr Erfahrung gewonnen. Auf der anderen Seite müssen wir jetzt erstmal hier unsere Truppen fortbilden. Wir werden den Feind als erstes entdecken. Wir marschieren morgen weiter. Die Burg müssen wir auch dann schleunigst irgendwann mal fortbilden. Ich hoffe jetzt bloß, dass der Spanier und der Franzose hier keinen Schmuh treiben. Moment. Können wir uns das hier mal leisten und gönnen. Hier bauen wir mal die Straßen. Bogner. Nee, bevor wir hier einen Bogner bauen, bauen wir hier lieber mal eine Rodung, damit hier auch städtisch gesehen was vorwärts geht. Und mit unserem General pflanzen wir mal einen Turm hier an die Spitze, damit wir sehen, falls hier Bösewichte kommen. Wir marschieren, mein König! Ich sorge dafür, dass sie euch fürchten! Können wir hier irgendwas sinnvoll zusammenlegen? Mein König! Ich denke schon. So. Mein König! Ja! Auch die hier können sinnvoll zusammengelegt werden. Mein König! Eure Befehle? Gut. Sieht doch gar nicht so schlecht aus. Moment. Mein Herr, wie ihr wünscht, Kapitän. Hier hatte ich einen Spion, den ich ausgebildet habe. Segel setzen. Ich verlasse das Schiff. Ja? Wie lautet euer Befehl? Wir werden den Feind als erstes entdecken. Bewegung! Herr. Okay, dann können wir weitermachen. Ja, immer her damit. Ist eigentlich ganz praktisch. Dann haben wir hier zwei Generäle. Euer Wille geschehe. Soll ruhig unser Anführer da beibleiben. Ich sorge dafür, dass sie euch fürchten. Euer Wille geschehe. Wir marschieren. Mein König! Abrücken! Bilden eine Streitmacht! Mein König! Verbinden die Truppen! Mein König! Bilden eine Streitmacht! Ja! Verbinden die Truppen! So, jetzt warten wir noch auf unsere
Pferde, genau. So machen wir's. Und bauen hier gleich den Schmied nach. Es ist mir eine Ehre, mein König. Und hier einen Stolz, Turm, damit König. Wir auch Mittelengland so ein bisschen im Griff haben. Ja. Und dann werden wir uns als erstes Renn holen. Nicht, dass da irgendwie der Portugiese auf die Idee kommt, er kann uns hier ein bisschen rumschubsen. Nein, nein, so ist das nicht. Und dann werden wir uns in Cannes ein zweites Standbein aufholen. Ich sorge dafür, dass sie euch fürchten. Eure Befehle? Ja, vorwärts! Bilden eine Streitmacht! Marschiert los! Lager aufschlagen! Wir werden den Feind als erstes entdecken. Da brauchen wir Vergesst doch gleich mal zwei von, ne? Vergesst die Höflichkeit, Männer! Wir zeigen keine Gnade! Was haben wir an Kohle? Ach ja, das ist okay. Ja? Sie sollen keine Geheimnisse vor euch haben, mein König. Dann bekommt London Straßen, das ist sehr, sehr gut für uns. Nicht für unsere Feinde, aber für uns. Ha, wir sind nicht mehr die einzigen, die exkommuniziert wurden. Das ist doch gar nicht so schlecht. Ich muss nur kurz was einstellen, Moment. Wunderbar, okay, also schauen wir mal, Diplomatie haben wir momentan nur die Portugiesen. Die sind natürlich zufällig mit den Spaniern und den Franzosen verbündet, aber wie soll es auch anders sein? Mhm. Okay. Wir holen uns erst Rennes, dann Angers, dann Paris und so weiter. Brücke. Okay. Wie lautet euer Befehl? Wir marschieren dem Untergang unseres Feindes entgegen. Wenn wir die Mauern überwunden haben, sind sie erledigt. Lasst mich nun ihre Mauern einreißen, mein König. Ah, das war der Grund, weshalb wir hier nicht so viel bauen konnten, okay. Belagert er mich jetzt? Er belagert mich jetzt. Zu den Mauern. Unser Feind beginnt eine Belagerung. Witz. Ein Witz ist das. Ein Witz. Es ist ja echt. Ich sorge dafür, dass sie euch fürchten. Vergesst die Höflichkeit, Männer. Wir zeigen keine Gnade. Das rauben wir natürlich aus, ist doch ganz klar. Dieses Volk wird sich euch unterwerfen. Wie lautet euer Befehl? Mein König. Portugal grauenhaft, ja, das interessiert mich einen feuchten Dreck, um es mal gelinde zu sagen. Jetzt hauen wir die erstmal hier oben raus. Ja, mein König. Eure Befehle? Stelle mich dem ja, Feind das habe ich mir gedacht, entgegen, dass ihr hier Herr. Nicht großartig kämpfen wollt, war mir klar. Glaube und Mut haben uns den Sieg geschenkt. Befehle, Herr? Mein König! Das zeige ich euch jetzt wieder, das ist ganz interessant eigentlich, weil er hat hier schon gepanzerte Sergeants, vermutlich hier aus Angers. Wir haben und das ist natürlich ja, schon eine kleine Herausforderung, aber ich möchte mal sehen, wie unsere Adels-Highlander kämpfen. Wo steht er hier? Thank you.
kommt der nach vorne? Scheinbar. Ja gut, wenn er das so will. Geht mal hier auf die Zinne. Könnt ihr ein bisschen zugucken, wie wir jetzt das Gemetzel veranstalten. Jetzt unsere mal mit in den Nahkampf. So, okay. Und ihr hört mal mit der Ballerei auf. So, das möchte ich jetzt mal sehen. Wie schon gesagt, das müssten eigentlich ziemlich krasse Einheiten sein. Schlacht sieht sehr gut für uns aus. Ja, viel haben die nicht durchgemacht, Panzerritter. Ist der Sieg unser. Halt, zurückziehen bitte. Den Feind hat es schwer erwischt. Er hat die Hälfte seiner Männer verloren. So, okay, dann werde ich mal meine Speerträger hier auf diesen hetzen und die da gehen da drauf und ihr geht hier drauf und dann gibt's eine... Der feindliche General, dieser Feigling, flieht! Kämpft wacker! Unsere Männer gewinnen die Schlacht! Die feindliche Armee flieht! Wir müssen sie verfolgen und zur Strecke bringen! So, dann haben wir doch mal drei Einheiten von ihm aufgerieben. Das ist ein klarer Sieg. Wie ihn nur bis auf eben diese Panzerritter. Und das Schöne ist, wir können hier gleich wieder unsere Leutchens fortbilden. Da passiert ja nichts. Ja! Frage ist halt, was wir jetzt hier machen. Erstmal reparieren, soweit ist das klar. Mein König! Eure Befehle? Was würde denn passieren, wenn ich jetzt die zwei hier drin lasse und den Rest schon mal vor die Türe stelle? Okay, er mag das.
Ganz wunderprächtig ist das. Wir werden niemals aufgeben! Wir marschieren dem Untergang unseres Feindes entgegen! Ihr Schicksal ist besiegelt! Sie sind besiegt! Diese Burg? Wir erwarten euren Angriffsbefehl! Dann schauen wir mal, wo wir noch was Schönes bauen können, anlegen können. Ne, hier bauen wir mal einen Schiffsbauer. Eine Schiffswerft verfügt über eine Helling, Holzlagerstätten und Arbeitskräfte für den Bau von Schiffen zwecks Errichtung einer starken Flotte, die verbesserten Hafengebäude und einfache Erneuerungen, die permanente Anlegeplätze entlang des Hafengebiets ermöglichen, mehr Handel. Gut, das machen wir doch. Dann bauen wir hier mal einen Bogen und hier hinten ein Kirchlein. Schon ein paar mehr Feinde, okay. Bauen wir mal eine Rodung. Euer Wille geschehe. Wir werden niemals aufgeben. Vergesst die Höflichkeit, Männer. König Philipp ist das. Wir zeigen keine Gnade. Eure Feinde liegen tot im Staub, mein König. Ihr Untergang ist nah. Wir haben ihre Länder erobert. Jo, hier können wir eigentlich auch schon so ziemlich alles fortbilden. Hat auch wunderbar geklappt. Beneidet ihr ja, okay, da kommen jetzt immer mehr so kleine Popeldinger da hoch, aber... nicht überlassen. Braucht er auch nicht. Voll Deppen. Ein Händlerkai. In einem herkömmlichen Hafen sind anfangs üblicherweise nur wenige Angestellten vorhanden. Ein Händlerkai ist dagegen speziell für das Be- und Entladen von Fracht gut konzipiert. Dank der Weitsicht seiner Bauherren ist er mit einem großen, wenn auch recht einfachen, schwenkbaren Kran ausgestattet, sodass die Schiffskapitäne ihre Anlegezeiten verringern können und der Handel leicht steigt. Ja! Segel setzen! Wie ihr wollt, mein König. Du gehst mal nach York, da ist schon einer drin. Hier oben ist noch keiner drin, okay? Ja, mein König. Übernachte hier, mein König. Ritterlichkeit, aha. Kleinen Waffenstillstand aushandeln, hm? Nein, okay, er will lieber eine Belagerung. Soll uns recht sein. Sie belagern uns! Tötet sie, wenn sie näher kommen! Mal einen mit dazu. Wie ihr wollt, mein König. Wir marschieren, mein König. Ja, mein König. Eure Befehle?
Mut und Ehre, Soldaten! Wir ziehen in den Krieg! Und schon war er gewesen. Gott hat uns den Sieg gebracht. Okay. So. Was nun? Ich denke mal, dass ich hier ein paar Belagerungsgerätschaften auch gut gebrauchen könnte. Das ist schon ein Witzbold. Wie lautet euer Befehl? Mein König! Okay. Wir marschieren dem Untergang unseres Feindes entgegen! Dann machen wir doch mal eine kleine Nachtschlacht. König Edward das Narbengesicht. Wenn der Feind euch den Kampf Gnade zeigt, erwidert sie nicht! Tötet! Der Feind hat mehr Männer geholt. Sie hoffen, mit bloßen Zahlen auszugleichen, was ihnen an Geschick fehlt. Oh, die Bogenschützen haben schon Goldstatus. Das ist doch auch ganz nett. Nicht die Bogenschützen, sondern, ja doch, die auch. Aber auch unsere Galloway-Krieger haben schon. Hoppala. Bauernbogenschützen. Was machen die denn hier? Sterben, oder? Und ihr hört mal bitte mit dem Schießen auf. Unsere Männer gewinnen die Schlacht. Wenn wir so weitermachen, zerschmettern wir den Feind. Oh, 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 was habe ich denn hier gesehen? Was ist hier los? Ah, so ein dämlicher General. Feindliche Armee flieht. Wir müssen sie verfolgen. Der feindliche Armee flieht. Vor allem nicht, wenn der Gong ertönt. So, was passiert hier hinten? Die fliehen wahrscheinlich.
Nee, nicht mal. Okay, jetzt müssen wir nur hier gucken. Der feindliche König ist tot. Jawohl. Schlagen von unseren Kriegern. König Philipp. Greift an! Solange seine Männer den Verlust betrauern. Das mal hier so. Den Feind hat es schwer erwischt. Er hat die Hälfte seiner Männer verloren. Diese Schlacht sieht sehr gut für uns aus. Ja, ich denke mal, das ist jetzt nicht mehr so schwer. Ist der Sieg unser. So, jetzt machen wir dem Ganzen ein Ende und rennen nochmal mit unserer Kavallerie rein. Jawohl. Die feindliche Armee flieht. Wir müssen sie verfolgen und zur Strecke bringen. Das ist ein klarer Sieg. Juhu, König tot, Henry der Hässliche tot, alle tot und gesäubert habe ich meine Provinz von diesem französischen Abschaum. Jetzt können wir mal schön zusammenlegen. Ja, mein König. Ja, mein König. Mein König. Ja. Okay. Na? Alles klar. Okay. Ich denke mal, wir machen mit dieser Folge an dieser Stelle Schluss. Und weil es mir so viel Spaß macht, nehme ich gleich noch eine auf. Oder natürlich, ich mache noch ein 5 Minütchen weiter und höre dann doch für heute auf. Es ist nämlich schon ziemlich spät, stelle ich fest. So werde ich es machen. Ich sorge dafür, dass sie euch fürchten. Eure Befehle? Mein König! Vergesst die Höflichkeit, Männer. Wir zeigen keine Gnade. Ein überwältigender Sieg, ja, toll. Das lehrt sie das Fürchten. Okay. Hat wohl nicht sollen sein. Also irgendwie bindet diese spanische Armee die meine.
aber nicht mehr lang. Wir marschieren dem Untergang unseres Feindes entgegen. Wir haben nichts Besseres als den Tod verdient. Eure Befehle? Die da können wir mal in die Stadt schicken. Abrücken. Wir reisen morgen genau weiter. Wie die hier. Eure Befehle? Vorwärts. Weil da kann ich die nämlich fortbilden. Ich sorge dafür, dass sie euch fürchten. Mein genau König. Wie die beiden hier auch. Die können dann mit zur Garnison. Abrücken. Wir werden niemals aufgeben. Und den Rest ziehe ich erstmal wieder hoch. Bewegung! Okay, jetzt schauen wir mal hier oben. Können wir was fortbilden? Nein, können wir nicht. Aber wir können Minen bauen. Das machen wir auch gleich. Mailand schon schwach, aha. Ich denke, also bin ich. Ich sorge dafür, dass sie euch fürchten. Ja! Wir marschieren dem Untergang unseres Feindes entgegen. Eure Feinde liegen tot im Staub, mein König. Mein König! Natürlich! Okay, Herr, dann gehen wir mal hier in diese ich Richtung. Ich bewege mich heimlich. Wir werden niemals aufgeben! Schon wieder diese kleine Armee, leckt mich doch. Mut und Ehre, Soldaten! Wir ziehen! Frankreich. Was will denn diese schöne Maid von mir? Vielleicht eine kleine Waffenstillstand? Nein, keine Waffenstillstand. Euer Wille geschehe. Mein König! Eure Befehle? Ja! Vorwärts! Ich sorge dafür, dass sie euch fürchten. Euer Befehl? Mein König! Wie lautet euer Befehl? Ihr wisst schon, was ich vorhab, ne? Bewegung! Ich werde mir Paris im Sturm holen. Dieser Spanier geht mir jetzt auf den Senkel. Lieber würde ich sterben. Denn der behindert mich da total. Und darauf habe ich keinen Bock. Und deswegen muss der jetzt mal leider die Segel streichen. Hervorragend. Alles bereit für einen Hinterhalt. Ja! Mein König! Mein König! 54 ja. Und 58, jawohl. Und dann bilden wir die Fahrt. Dann kriegen die mal eine kleine Rodung. Die kriegen hier einen Puff. Die kriegen hier eine Kirche. Jawohl, der Papst Wille wird geschehe. Stolz auf mich sein. Portugiese mal an der falschen Küste gelandet, der wollte wahrscheinlich zu mir. Wie lautet euer Befehl? Edler Feind, ihr solltet uns fürchten. Ein überwältigender Sieg, das lehrt sie das Fürchten. So, Paris wird belagert. Wir marschieren dem Untergang. Paris wird belagert. So. Kann es niemand mit mir aufnehmen. Naja, das ist das, was du glaubst. Mein König! Edler Feind, ihr solltet uns fürchten.
Sie haben nichts. Eure Feinde liegen tot. So, den letzten Franzosen haben wir. Wie lautet euer Befehl? Von unserem Land vertrieben. Hier können wir eigentlich auch ein paar Einheiten ausbilden, denn ich befürchte, dass früher oder später der Spanier oder der Portugiese hier einfach nochmal landen werden. Gleiches Spiel wie immer. Mein König, stelle mich dem Jetzt baue ich hier mal einen Hafen. Dann kann ich hier mal zwei Boote bauen und den da wegbufzen. Nee. Machen wir lieber eine Verwaltung. Das sollten wir dann doch nicht unterschlagen. Oh, schön. Da können wir dann schon einen Minenkomplex bauen. Jetzt versucht das so. Okay, ist ja unfair. Ich bin die Geisel des Franzosen. Ich habe Handelsrechte, na klar. Gut. Habt Bündnis ihr noch einen anderen Vorschlag? Nein, will er nicht. Niemals. Gut. Ihr habt heute wenig Respekt gezeigt. Lebt wohl. Mhm. Okay. Euer Wille geschehe. Die werden wir hier erstmal fortbilden. Oh, so viel haben wir gar nicht verloren. Wir werden niemals aufgeben. Probiere ich es hier mal. Wie sieht das aus? Tore stehen auf. Keine Gnade. Klarer Sieg. Jawohl, so stelle ich mir das vor. Dann plündern wir Paris. Juhu! Wir haben gesiegt. Angers, bereit zum Aufrüsten. Das machen wir doch glatt. Können wir uns ja jetzt auch gut leisten. Die kriegen einen Schmied. Hier eine Verwaltung. Je größer eine Stadt, desto mehr kann man sie auch als eine Verknüpfung verschiedener Bezirke betrachten, von denen jeder entweder von einem Grundbesitzer verwaltet wird oder von den Männern, die von ihrem Herrn mit der Verwaltung des Distrikts beauftragt werden. Diese Männer versammeln sich regelmäßig in der Ratskammer, um sicherzustellen, dass die einzelnen Bezirke der Region als Ganzes funktionieren und als und dass alle Regionen betreffenden Angelegenheiten der herrschenden Klasse zur Kenntnis gebracht werden. Jawohl. Naja, obwohl Belagerungsgeräte brauchen wir hier eher nicht. Das schon eher. So, Reparatur. Fortbildung. Ich sorge dafür, dass sie euch fürchten. Ja! Mein König! Euer Wille geschehe. Eure Befehle? Was wäre, wenn? Okay, das gefällt ihm nicht, jetzt schon. Ist eigentlich ganz witzig. Mein König. War auch irgendwo klar. Dann bauen wir doch einfach mal ein Katapültchen. Und machen mal weiter. Dieser Portugiese ist schon lustiger Knilch. Ja! Bilden eine Schlacht! Wir marschieren dem Untergang unseres Feindes entgegen! Ihr Schicksal Klarer Sieg! Haben wir das auch? Eure Feinde liegen tot im Staub, mein König!
Die werden sich alle wünschen, wir haben ihre Länder erobert, dass ich nie geboren worden bin. Wäre. Oh, guckt euch das an. Da können wir schon die schwere Pikenmiliz rekrutieren. Jetzt bauen wir aber erstmal trotzdem eine Verwaltung. Und 2-3 normale Einheiten. Was haben wir hier hinten? Nichts Großartiges. Okay, dann werde ich jetzt mit denen hier. Wie lautet euer Befehl? Eure Befehle? Lasse die Truppen ausruhen. Wir marschieren morgen Richtung weiter. Toulouse? Ja, ich weiß nicht genau, was es ist. Bordeaux könnte es auch sein. Ich glaube, es ist Bordeaux. Weiter marschieren und hier. Euer Wille geschehe. Ja! Werden wir dann natürlich auch in die Vollen gehen. Ortschaft Dublin wächst, da machen wir gleich das in die Dings rein, in die Bauliste rein. Wunderbar, hier vertreibt man noch den Portugiesen. Und dann soll hier die Runde auch schon enden. Bis dann, ihr lieben Freunde. Wir ziehen in den Krieg. Ehre und Stärke. Wir haben gesiegt. In diesem Sinne, bye bye.